Selbst das Durchschneiden des Bandes wird hier zum Kunstprojekt. Die Dessauer Bauhaussammlung erhält erstmals ein Museum. Rund 1200 Objekte werden hier künftig der Öffentlichkeit präsentiert. Auch 100 Jahre nach der Gründung spüren wir heute wieder die Faszination des Projektes Bauhaus. Bauhaus-Ideen, Bauhaus-Architektur, Bauhaus-Kunst und Design beeinflussen bis heute, wie wir bauen, wie wir wohnen und gestalten. Ikonische Möbelstücke wie der Freischwinger oder die Wagenfeldlampen stehen nach wie vor in Wohnzimmern weltweit. Doch nicht die fertigen Objekte sind Mittelpunkt des Museums, sondern der Weg dorthin. Hier im Museum ist es auch ein bisschen wie ein Studienort. Also man kann nachvollziehen, wie hat die Schule funktioniert, wie sind die Architekturen überhaupt entstanden, aber auch die Stühle. Da gibt es Skizzen, Zeichnungen, Mitschriften aus dem Unterricht. Zeichnungen wie diese, die der Besucher mit den fertigen Objekten vergleichen kann. In Dessau erlebte das Bauhaus seine Blütezeit. Die Architektur der Stadt, etwa Schulgebäude und Meisterhäuser, zählt schon lange zum Welterbe. Mit dem neuen Museum hat nun auch die Objektsammlung von Weltrang ein Zuhause gefunden.